das Gerede über die Unfähigkeit des US-Militärs bei der Jagd nach Suhadi Sadono. Der Nationalistenführer ist auf nahezu jedem größeren Kampfschauplatz erschienen und über das Internet vertrieben und ist so in der ganzen Welt berühmt geworden. Selbst ihre Träger scheinen nicht sicher zu sein, ob es ironisch oder... Ich meine, es sieht so aus, als würden wir in einen unerklärten Krieg ziehen. Und wir sind dabei, ihn zu verlieren. Erhöht die Zahl der Opfer der Pockenimpfung auf 6. Bisher gibt es keine Stellungnahme von Seiten... Nächstes Level, Schiffswerft, Komodo, Indonesien, 18. April 2006, 5:24 Uhr. Dringen Sie in das U-Boot ein. Sadonas Paderotomor-Anrufe werden durch eine verschlüsselte Realis-Station geleitet, die an das Kommunikationssystem eines U-Bootes angeschlossen ist. Das U-Boot liegt an einer vermeintlich verlassenen Schiffswerft vor Anker. Dringen Sie in dieses U-Boot ein und verschaffen Sie sich Zugang zum Kommunikationssystem, damit die Anrufe weiter verfolgt werden können. Los geht's. Du bist beinahe in Position. Okay, verlassen Sie das hier aus, aber wo ist die Schiffswerft? Unter der Erde. Sie wurde für U-Boote errichtet. Okay, also hier ist schon mal ein Tipsy, der mit seinem, Gewehr ein bisschen rum... scannt. Also gut, es ist wichtig hier erstmal die Lage zu checken. Und da sind sehr viele Feinde. Hier ist wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich eine kleine Basis oder sowas. Naja, aber es hilft sich. Wir müssen dadurch erstmal durchsucht das Gebiet nach Minen ab. Okay, sieht nicht so aus, als wären hier ein paar Minen drin. Gut. Bewegung! Ich brauche eine Überprüfung meines Sektors. Sicher, dass es nicht wieder ein Vogel ist, Haas? Schon okay, ich schaue nach. Scheiße! Wo ist denn der Typ? Ich sehe gerade so schlecht, weil bei mir das Zimmer ein bisschen beleuchtet ist. Ich glaube, ich mache mal schnell mein Zimmer dunkel. Bis gleich. So, schon viel besser. Okay, jetzt kann ich auch ein bisschen besser strategisch hervorgehen. Was, du pfeifst gerne? Ich auch. Ein Eindringling. Nein! Haben die uns jetzt erwischt? Anscheinend nicht, aber es war scheiße knapp. Bah! Okay, schnell weg. Hier ist mit der Leiche zumindest. Hier ist nämlich der Typ da, der scannt da rum. Falls er die Leiche findet, dann... ja, dann sind wir um eine Alarmstufe weiter zum Verlieren. Verlieren, ergibt es einen Sinn? Nein, wahrscheinlich nicht. Ich habe so ein eigenes erfundenes Deutsch. So, erstmal schauen. Okay. Sieht überhaupt nicht verbuggt aus. Das Gewehr geht da durch die Wand. Seht ihr das? Ich glaube, ich nehme jetzt mal das... Heilige Scheiße! Was zum Teufel? Okay, ich muss jetzt da sehr gut rumschleichen und darf nicht von diesem Laser erwischt werden. Und es leckt! Da riskiere ich es natürlich jetzt nicht. Haben wir denn ein paar Nachrichten, die wir lesen können, während es leckt? Gehen wir mal auf Daten. Nein, haben wir leider nicht. Schade eigentlich. Boah, Spiel! Ja, Fraps, ich weiß, dass du hier bist. Wir wissen es alle. Leider. So, ich probiere es jetzt mal hier. Jetzt haben wir eine gute Deckung vor dem Visier. Was war das denn jetzt? Ah, hier geht's rein. Seht ihr das? Da. Wo ist der Laser? Wo ist der Laser? Da ist der Laser. Okay, schnell. Ich dachte schon, das haben sie uns. Okay, hier geht's nicht rein. Scheiße! Und da kommt wieder der Laser. Nein! Still! Ruhig bleiben!
den Laser irgendwie ausschalten von hier aus. Alter. Was ist denn das für eine Technologie? Die will ich auch haben. Die will ich in meinem Zimmer so anschließen. Okay, wir können es leider nicht ausschalten. Hm. Und da kommt wieder... Scheiße! Na toll! Okay, nein, nicht das! Laden! Ich will keine Fotos machen, ich will laden! Ich habe schon genug Fotos von Sam als Leiche. Bah! Hm, vielleicht muss ich da... Oh Gott, ein Geschütz. Ein Geschütz. Das ist ja mal wieder super. Erstmal ausschalten. So. Meine Freunde, die Geschütze. Okay. Hier ist Licht. Ich glaube, es soll ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ach, 8 FPS gerade. Oh, ich dachte, hier wäre eine Laterne. Was? Ich sollte die Lage scannen. Ich glaube, in diesem Spiel würde Christoph Krachten es locker durchspielen können, weil er immer die Lage checkt. Wie ist die Lage? Na toll. Wie soll man darauf kommen? Und warum leckt das Spiel jetzt so? Okay, nochmal. So, hier ist das Ganze. Deaktivieren. Aha. Das Teil hat uns also vorhin gekillt. So, so, so. Ganz schön einfallsreich, diese Malaysianer. Oder Indonesier. Das sind Indonesier, stimmt. Der Malaysia ist ja ein ganz anderes Land. Das ist ja an der asiatischen Küste. Und Indonesien ist ja eine Inselgruppe. So. Also dieses Spiel ist total sehr naturverbunden. Also falls ihr mal frische Luft schnappen wollt, dann spielt Splinter Cell Pandora Tomorrow. Ich kann euch es nur empfehlen. Da seid ihr wie kein anderer in der Natur. Warum bewegst du dich, während ich auf dich schieße? Okay, Nobel. Versuch Nummer 2. Na, also geht doch. Danke. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Westen anziehen. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Und es leckt. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Ich lausche. Du sollst ein Geist sein. Lupe. Du bringst die Mission in Gefahr. Boah, so ekelhaft ist er. Nur weil da einer schlafen geht, legt ihr gleich schutzsichere Westen an oder was? Komm, ihr übertreibt es. Nein, ja, ich wollte gerade ballern. Okay, nochmal. Versuchen wir es nochmal. Wegen dir wurde ich entdeckt. Oder eine Alarmstufe, whatever. Ich kann so nicht spielen, wenn hier überall Laserdinger sind. Ich schnell weg mit diesem Körper. Wo ist der Laser? Da ist der Laser. Oh Gott. Nein. 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 Er wird mich finden. 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 Er hat mich nicht gefunden. Okay, genug gesungen. So, hier wieder ein Quicksave. Wir haben zwar eine Alarmstufe, aber das macht nichts. Okay. Das hier muss weg. Eure Lichter gehen kaputt.
Kauft euch neue. Ach, und die tragen schon schutzsichere Westen. Wegen dem Typen da vorne. Okay, genug. Gesungen. Ich hab's euch schon gesagt. Na komm her. Aber vielleicht auch nicht. Das sind Leichen. Überrasche ich jetzt, wenn du da reinkommst, dann klappt sich ihn eine. Komm rein, komm rein. Nein, das ist die falsche Richtung. Du sollst herkommen. Du Hühnchen, Kakarot. Ja, Kakarot, Hühnchen. Halt die Klappe. Nein. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2, Kopfschutz anlegen. Alarmstufe 2. Warum lässt es immer, wenn ich entdeckt werde? Die Alarmbereitschaft vermindert. Fischer. Und wieder ein Ausraster von Lambert. Verdammt! Ihn gar nicht gesehen. Und wegen dem Leck konnte ich ihn auch nicht killen. Fraps hat mich diesmal gekillt, nicht dieser Typ. Mission gescheitert. Mal wieder. Wegen dir, Fraps. Wegen dir! Ach komm, Fraps, warum ziehst du jetzt schon wieder so rum? Fraps, ich warne dich! Und ich warne den Typen auch! Hat dich gewarnt! Siehst du? Das kommt davon! So wird Fraps auch enden, wenn es weiter so rumleckt. So, du bleibst bei 30 FPS. Jetzt gehst du hoch auf 40, okay, gut. Jetzt nicht mehr runter auf 20, ja? Ich glaube, wenn ich speichere, dann geht es immer runter. Das ich speichere jetzt einmal. Okay. So, ich glaube, hier ist nur noch dieser Typen da. Den können wir uns gleich krallen. Hab dich. Durch den Stuhl gezogen. Das ist immer wieder super. Wie realistisch das Spiel auch ist. Ich kann das Wort R, ich kann gar kein R mehr aussprechen. Gleich werde ich zum Trainese. So, wir sind irgendwie in Splinter Cell ständig irgendwie in Asien. Im letzten Splinter Cell Let's Play waren wir häufig in wie heißt dieses Land? In keine Ahnung, irgendwie bei China dran, ne? Und jetzt sind wir hier in Indonesien, was auch in Asien ist. Also irgendwie mag Tom Clancy Asien. Er mag wohl die asiatische Kultur. Och Mensch. Ich spiele so riskant, ohne die Lage zu checken. Schlaf, Bösewicht, schlaf. Deine Mutter ist ein Schaf. Okay. Wenn der jetzt aufwacht. Gegen Rappel. Und er trägt eine schutzsichere Weste, obwohl er doch gar nicht weiß, dass... Oh, das Spiel ist so realistisch. Okay, ich mach's ganz schnell. Tot? Hallo? Ich habe ihn ermordet. Jetzt hat er wie ein Camper, wie bei Call of Duty Humiliaten, so ungefähr. Okay, vergewaltigen wir den. Okay, genug. Kann es sein, dass er schwul ist? Naja. Hier ist nichts, glaube ich. Ich habe das Gefühl, hier werden wir bald wieder ein paar Hunde finden. Nur so ein Gefühl. Geht's hier rein? Nee. Okay. Sicherheitsstufe gesenkt. Yippie. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Na, jetzt aber Spagat. Sparta. Spartat. Nee, verdammt. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Gut. Ah. Und das läuft in der Glotze, ich schau's mir mal an. Moment. Ach, verdammt, hätte die Jungen Fangles also machen können. Ich seh's nicht. Da muss man doch einen epileptischen kriegen. Warte, ich helf dir. Was? Sicherheitsstufe erhöht.
Leck mich. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdecken. Du solltest auch mal schießen. Sei vorsichtig, Fischer. Tarnung ist das A und O bei dieser Mission. Ja. Sagst du mir schon zum 100. Mal. Oder wie auch immer, wie oft wir auch immer entdeckt wurden. Ah. Hä? Sicherheitsstufe Warum? Erhöht. Stufe 2. Kopfschutz anlegen. Alarmstufe 2, Fischer. Wenn du unsichtbar bleibst, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Fischer, du riskierst viel, wenn du die Körper nicht versteckst. Ich hab sie versteckt, du behinderter Kleiner. Ich verstehe mich hier wahrscheinlich jetzt. 6-1. Ich hab die doch versteckt, diese Scheiß... Spiele. Naja. Ist es jetzt auch dunkel genug, Lambert? Oder Spiel? Ja, genau. So. Was denn jetzt schon wieder? Was machst du, Fischer? Die Mission ist gelaufen. Warum? Sie haben zu viele Alarme ausgelöst. Warum? Was war der letzte Grund? Kann es mir jemand sagen? Ich habe jetzt keine Ahnung, was da gerade war. Ist ja irgend so ein... Also. Ich verstehe. Aber wie soll man da mit so einer Technik rechnen, denn mitten im Dschungel? Zufriedenspiel? Boah, das war so unnötig. Jetzt will ich eine Sicherheitsstufe... Nicht einmal Leitern kannst du verwenden, Sam. Du bist so schlau! Okay. Hä? Wo geht's jetzt lang? Da. Okay. Das sieht ja sehr, sehr modern aus als hier. Gehen wir mal nach unten. Als in diesem Dschungel. Das GPS zeigt, dass du in der Nähe des Kontrollraums bist. Sei leise. Und bitte den Techniker, das U-Boot für dich hochzuholen. Ansonsten scheust du zu viele Guerilleros auf und die werden nicht froh sein, dich zu sehen. Du unterschätzt meinen Charme. Sicherheitsstufe weg. Sicherheitsstufe ja! gesenkt. Sicherheitsstufe zurück auf normal. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Danke, danke. Und da ist sogar ein Medikit. Oh, ich liebe dich, Spiel. Danke, danke, danke. Ich küsse dich. Okay, hier mache ich ein Safe State. Boah. 6-2. Bin ich jetzt erleichtert. Okay. Aber wir haben es noch nicht geschafft. Wir haben noch jede Menge zu tun. Hä? Ich kann gerade schwören, da hat sich was bewegt. Oder wahrscheinlich... war es meine Paranoia. Scheiße! Laden. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Sicherheitsstufe erhöht. Sam, du darfst nicht entdeckt werden. Warten. Subtitle Western zeigen. Mach es wieder an. Niemals. Nein, 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 nein. Oh, like a boss. Like a boss, habt ihr das gesehen? So, wo ist jetzt der Techniker? Wo ist der Techniker? Scheiße. Da ist auch noch ein Licht, ach wie schön.
So, ist doch viel schöner, wenn es dunkel ist. Ach, schön. Da fühle ich mich ja richtig heimisch. Kein Dietrich. Lass mal mit zum Vampir. Ich will euer Blut aussaugen. Hier ist absolut gar nichts. Bis auf dieses Licht hier. Oh, hier könnten wir theoretisch super Körper verstecken. Ich glaube, das mache ich. Dringen Sie in den Keller ein. Aha. Open the door. So, bitteschön. Ich habe keine Ahnung, was dieser Raum für einen Sinn bezweckt. So, jetzt tragen wir mal diesen Körper hier weg, den wir like a boss ausgeschaltet haben. Das schafft nicht einmal ein richtiger Oberpürer oder sowas aus. Ich sowas schaffe nur ich. Klugscheißer. Klugscheißer. Ich bin so ein Klugscheißer. Oder so ein Angeber, so ein Schnösel, whatever. Eine Computerzentrale mitten im Dschungel. Das ist total einen Sinn. Und wo kriegen sie den Strom her? Und da ist der Techniker. Hallo, Herr Techniker. So, hab dich. Hi, kannst du mich verstehen? Sicher. Prima. Ich brauche dich, um das U-Boot hochzuholen. Warum? Weil es meinem zarten Gemüt widerstrebt, dir weh zu tun. Ja, er sofort. Danke. Bitte, gerne. Bitte, tun Sie mir nichts. Ich seh nix. Und ihr auch nicht. Ah. Da ist ja das U-Boot, in das wir eindringen müssen. Und es leckt. Und ich glaube, ich rede viel zu laut. Okay, jetzt rede ich ein bisschen leiser. So. Sag was. Hä? Stimmt doch was nicht. Da kommt ja jetzt noch was, oder? Was ist hier los? Ist das irgendein Bug? Da kommt doch jetzt noch was, oder? Verdammt, Fischer! Der Alarm hat das U-Boot für uns unerreichbar gemacht. Die Mission ist vorbei. Komm da raus! Sicher! Prima. Ich brauche dich, um das U-Boot hochzuholen. Warum? Weil es meinem zarten Gemüt widerstrebt, dir weh zu tun. Ja, er sofort. Danke. Bitte, gerne. Bitte, tun Sie mir nichts. Nein, ich tue dir nichts. Was auch immer das gerade vorhin war, es war auf jeden Fall ein richtig scheiß Bug. Okay, nochmal das Ganze. Hoch mit dem U-Boot, hoch mit dem U-Boot, lalalalala. Lalala. So, und jetzt? Also irgendwie ist da... Irgendwie ist hier eine Macke drin. Computer verwenden, ich probier's mal damit. Ich check's nicht. Da ist irgendein Bug drin. Nehm ich den mal mit, was soll's. So ruhig hier auf einmal. Was ist auch was ist denn das für ein scheiß Bug, ey?
Spielentwickler. Ach, wie schön, automatisches Öffnungsdingens. Ich habe keine Ahnung, was ich da jetzt gerade mache. Ich laufe jetzt einfach mal so rum. Lalala. Ach, ich mag es nicht, wenn es so ruhig ist. Es ist so ruhig hier drin. Lalalala. Wie wär's mit ein bisschen Musik? Lustige Musik zumindest. Verloren. Verdammt, Fischer. Der Alarm hat das U-Boot für uns unerreichbar gemacht. Da ist irgendein Bug drin. Ich versuch's zu fischen. Bis gleich. Hallo Leute, es funktioniert nicht. Seht ihr das? Bitte, warte, tun Sie mir nichts. Wartet. Wenn ich hier an diesen Computer jetzt rangehe, tippe zwar einen Code ein, aber es kommt nichts. Und ich habe mir gedacht, da wir eh bald Minecraft anfangen werden, würde ich sagen, wir machen mal eine Let's Play Pause für dieses Spiel, aber nur eine kurze. Und zwar bis zu den nächsten Ferien. Das heißt, bis zu den Winterferien werde ich dieses Let's Play pausieren. Und währenddessen werden wir Minecraft fertig machen. Und in den Winterferien werden wir dann, Splinter Cell fertig machen. Und währenddessen versuche ich jetzt diesen Bug hier irgendwie zu checken, warum das jetzt nicht geht. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Sei vorsichtig, Fischer. Tarnung ist okay, das probieren wir es mal nochmal. Und wenn es nicht geht, dann, ja. Pausieren wir dieses Let's Play einfach mal. Das ist ja nicht mehr lang, dieses Let's Play. Das ist ja bald Was fertig. Was wollen Sie noch von mir? Das werden wir in den Winterferien gut fertig kriegen können. Jetzt geht's auf einmal. So, mal schauen. Ja. Und es passiert wieder nichts. Also, das ist wahrscheinlich keine Ahnung, woran es liegen kann. Ich versuche mich schlau zu machen und dann werden wir das Let's Play in den Winterferien fertig machen. Also macht's gut, Leute. Verdammt, Fischer. Der Alarm hat das U-Boot für uns unerreichbar gemacht. Die Mission ist vorbei. Komm da raus!